Hey Leute, was geht? Ihr seht, diese Standardgrafik, ein bisschen nicht so schöne Grafik, aber egal, ist ja egal. Und zwar heute so ein Thema an euch: Schule. Ah! Das denkt man sich zuerst bei Schule. Schule ist scheiße. Schule ist voll unnötig. Schule ist geil. Werd nicht verarscht. Wir haben heute eine Hausaufgabe bekommen. Und zwar, die geht so: So, Kinder, ihr müsst heute alles aufschreiben, wie oft ihr auf Toilette wart. What the fuck? Wir. Nee, nee. Ich schreib doch nicht auf, wie oft ich auf Toilette war, Digga. Naja, und was soll meine Mutter dazu sagen? Ich stell mir das gerade so vor. Ja. Einmal Kaka gemacht. Was machst du da, Tatschifschalone? Ich mach Hausaufgaben, Mama. Was sind das für Hausaufgaben? Du bist am Kacken und du schreibst. Ja, Mama, die Lehrerin hat uns aufgegeben, wie oft man auf Toilette geht. Dann muss man das aufschreiben. Sag mal, willst du mich verarschen, ne? Mama, nein. Oder, das ist auch meistens so, das regt mich auch so auf. Du, Kinder, jetzt schreib ich mal was auf der Tafel und du sollst, ob ich schlau wäre. 1 + 1 = 3. Lehrer schreibt was auf der Tafel, bla bla bla. Haben wir das halt so gelernt, das hat man das eigentlich mal gerafft. Und gut ist, was kommt dann? So, Kinder, aufschreiben. What the fuck? Warum? Warum aufschreiben? Unnötig. Nein, warum muss man das aufschreiben, wenn man das schon längst kapiert hat? Warum? So, Leute da draußen, habt ihr euch nie gefragt, nie, dass dein Lehrer mal dumm war? Habt ihr euch das nie gefragt, dass euer Lehrer mal irgendwie dumm war vielleicht? Dumm, einfach nur dumm im Kopf? Nein, damit zahlt eure höchste Zeit. Oh, eine Spinne. Hä, wieso ist das eine Spinne? Ja, und auf jeden Fall, ich sag euch mal, wie ich mir das so vorstelle, so... Ja, guck ich das an. Mann, ist das ein schönes Fußballspiel. Real Madrid gegen Bayern. Cool. Papa? Ich steht 1:1. Und wer hat 1? Aus dem wird nie eine Lehrerin. Oder zum Beispiel, ihr habt so wirklich extreme Klugscheißer in eurer Klasse oder wie auch immer. Aber wenn ich sage extreme Klugscheißer, dann meine ich auch extreme Klugscheißer. Guck dich das an. Guck dich mal den Obmann, Alter, ich schier. Sprosti, Alter. Der hat nicht mal genug Eier in der Hose, Graffiti zu, Mann, Alter. Du Sprosti, Alter, ich schier. Also, ich will ja nicht stören, aber eigentlich habe ich genug von Eiern. Willst du sehen? Siehst du? Das sind Eier. Ich hab noch genug von denen. Ich kann dir noch mehr holen, wenn du willst. So richtige Klugscheißer mit Eiern. Wie auch immer, ihr habt selber gesehen, wie ich so über die Schule denke. Schreib mir in den Kommentaren, was du an der Schule hast. Es würde mich echt interessieren. Und ja, ansonsten war es eigentlich aus meiner Seite aus. Ich muss voll auf Toilette gehen, aber kann nicht, weil ich hier drehen muss. Und ich gönn mir mal einfach so ein Ei. Nur so schwarz, das ist ja nicht so schlimm, ne? Ich gönn mir jetzt einfach meinen. Ich kann nichts passieren. Das schmeckt nach Scheiße. Ah!